wie ihr das obere Ägypten bereiset. Euer Weg wird euch nicht weiterführen, denn ihr seid angelangt. Ihr seid hier am Anfang der Zeiten. Ja, hier wurde sie erdacht und hier wurde sie Ereignis. Die große Woche der Schöpfung der Welt. Und die Erde trennte sich vom Wasser. Ihr seid angekommen. Hier im Hause des Vaters. Die Zitadelle, die sich hier erhebt, wurde ja nie im Maßstab des Menschen geplant, sondern im Maßstab der Größe eines Gottes, von dem alles abhing. Die Trockenheit und die Hochflut, die Getreidespeicher und die Seuchen, der Traum und die Macht, die Konsus im Osten und die Muts im Westen. Ich denke, dass dieser Bau dem Ruhm an uns würdig ist und lange zeugen wird für den Ruhm Sethis des Zweiten. Ja, der Mensch glaubt immer, dass er es ist, der den letzten Akt seiner alten Geschichte spielt. Jeder Pharao dachte, dass er die Stadt des Gottes fertigstelle. Ein neuer Pharao aber kam und überschattete den Ruhm seines Vorgängers. Als ein Ruhealtar für die Barken der Dreiheit möglich. Da habe ich auf halbem Wege zwischen Heiligtum und Strom dieses Gebäude ersonnen, als einen wahren Tempel mit einem Pylon, davor Kolosse, ein Hof, eine Säulenhalle und Heiligtum. Ich, Tutanchamun, Pharao im Jünglingsalter, der ich Amun in all seine Gewalt wieder eingesetzt habe. Ich habe nach dem Verrat meines Bruders in diesem Hof gerade nur Zeit gehabt, diese Sphinx aus Kalkspat hinterlassen zu können.
Jetzt ruht der Gott. Wir müssen das Heiligtum verlassen. Die Sonne ist hinter dem Berg von Theben untergegangen. Amun ist mit ihr in die Nacht verschwunden, zu dieser immer neuen Kreuzfahrt im Dunkel, die im Grunde nichts ist als eine Lehre des Todes. Also mit den Soundeffekten ist echt genial, oder? Da meinst du wirklich, du sitzt jetzt bei dir und glaubst die Scheine? Ja, genau. Das finde ich echt irre. Auch da mit den Säulen, mit den Säulen. Das ist mal 4D. Gereinigt, auch der Pharao. Ihr zündet die 1000 Lichter der verlassenen Tempel von Karnak wieder an. Er setzt den Namen der Tradition wieder in seine Rechte ein. Und war sein irdisches Dasein auch kurz, denn er starb jung. So überstrahlt sein Nachruhm alle anderen, denn sein Name war Tutanchamun. Sein Grab wurde ohne die üblichen Vorbereitungen schnell in die Sohle des Tales der Könige dort unten gegraben. 3000 Jahre lang entging es den Plünderern und 1922 entdeckte man dort alles. Die ineinander geschachtelten Särge, die Statuen, den Goldschmuck, den magischen und den alltäglichen Hausrat, Dinge aus Alabaster und aus Steingut, kurz, den berühmten Schatz, der heute noch Riesenmengen anzieht. Und diese mit Lapislazuli und Karneol eingelegte Maske, die uns aus dem Urgrund der Nacht mit dem geheimnisvollen Lächeln des unsterblichen jungen Mannes einen Augenblick lang zurück in die Zeiten, als die erste große Herrscherin der Welt, Königin Hatschepsut. Ich werde dieses hinzufügen. Ich denke an die Menschen, welche in späteren Zeiten sehen werden, dass sich mein Traum von Gold nicht verwirklicht hat. Und ich will, dass sie wenigstens dieses sagen können, dass mein Mund ohne Fehl war in den Worten, die er aussprach, und dass ich, wenn es auch nur Granit ist, nicht zurücknahm, was ich gesagt habe. Heute erheben sich Obelisken, ihre Heimaterde entrissen, in allen Hauptstädten der modernen Welt. In Rom, in Paris, in London, in Istanbul, in New York.
wie ein erhobener Zeigefinger, welcher zu schweigen befiehlt, halten diese Steine über allen eitlen Lärm hinweg die Lehre der ägyptischen Meditationen aufrecht. Und der Odem Amuns setzt all dieses Räderwerk der Welt im Herzen der verbotenen Stadt in Bewegung. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und drück auf. Gefällt mir.